Das kennen wir noch gar nicht. Jetzt müssen wir schon wieder einen Dart-Pfeil werfen. So, ist ja ein alter Hut. Kennen wir schon. Easy going. Und... Na los! Ja, leider daneben. Was? Nee, unnötig. Komm mir nicht so. Ich habe alles genauso gemacht wie beim letzten Mal. Ach, Rufus, man kann ein gutes Spiel halt nicht einfach so reproduzieren. Aha, na, das werden wir ja sehen. Das hat der Poki gesagt. Man kann ein gutes Spiel nicht einfach reproduzieren. Ist Pokis Aussage? Gut, bitteschön, das ist Kritik an Deponia 4, wie ich gerade höre, von Poki selbst. Gut, bitteschön, ich enthalte mich da mal. So, okay, ich muss nochmal... Und... Das klappt aber bestimmt, oder? Hä? Ah! So, okay. Ja. Klappt leider nicht. Na gut. Scheiße, es wird schwerer. Ich wusste... Hab ich nicht gesagt, da ist hundertprozentig ein Haken dran, dass das beim ersten Mal so gut geklappt hat. Es war doch klar, nichts klappt bei Deponia eigentlich leicht. Oder gut. Oder einfach. Da funktioniert nichts einfach so. Da muss man erst 50 Mal alle Bildschirme hin und her laufen, damit das funktioniert. Ja, was machen wir jetzt mit dem Dart-Pfeil? Wir brauchen ja den. Hey, Rufus. Hey, Lonzo. Was gibt's noch? Nichts. Oh, danke. Bitte keine Umstände. Okay, ja, kein Gespräch. Ach, der alte Lonzerich. Ich werde ihn vermissen. Ob ich auf Elysium auch alles anschreiben lassen kann? Nein. Hey, Finger weg! Das sind die Gewinne für den Dart-Wettbewerb. Okay, für den Dart-Wettbewerb. Hier ist ein Dart-Wettbewerb. Oh, das wusste ich noch gar nicht. Ich versuch's zu reproduzieren. Irgendwie müssen wir mal mitmachen. Einfach nur draufwerfen. Und... Ach, fuck. Kid. Tja, leider. Oh, scheiße, was machen wir denn jetzt? Hey, Honigschnupsel. Manchmal frage ich mich, ob es wirklich ihre Manieren sind. Ja. Huhu, Schnutzelbärchi. So, Ballon ist startklar. Ich muss dir unbedingt von meinem Traum erzählen. Schon wieder. Ich muss dir unbedingt... Hat das nicht Zeit, bis wir verschwunden sind? Tja, vielleicht, ja. Jedenfalls war das sowas von abgefahren. Okay. Und je mehr du... Okay, können wir nicht mehr erzählen. Und übrigens... Der Ballon ist startklar. Du hast es wirklich hinbekommen? Natürlich. Wieso fragst du so dämlich? Es ist nichts explodiert? Noch nicht. Oder verbrannt? Ein Stück. Oder in die Brüche gegangen? Na ja. Hm. 2 von 3. Deutlich besser als erwartet. Okay, das war's. Beinahe verplaudert. Lass uns los. Ja. Warum nicht? Was denn? Gar kein zynischer Kommentar? Keine Zweifel? Kein Schlangengift? Heute nicht. Dieses Kaff steht mir bis hier oben. Ich kann's kaum erwarten, endlich hier wegzukommen. Ach was! Was denn hier los? Na komm schon, Kleiner. Ich muss noch meine Kristallgläser einpacken und Paps Tschö sagen. Genau. Diesmal erfreuen sich deine Gläser nämlich wirklich bester Gesundheit. Oh oh. Wie meinst du das? Diesmal. Das musst du nicht verstehen. Hauptsache, Gläser sind heil, oder? Ja, das wäre besser für dich. Viel besser. Na, das wird ja eine lustige Ballonfahrt. Ach, halt den Rand. Die ist so zornig, die Alte. Die ist so mega zornig. Ich hab Angst. Ich wurde mit Angst in diese Beziehung genötigt. Okay, das mit dem Dartfall klappt sowieso nicht. Ich habe Angst. Irgendwas passiert doch. Irgendwas wird jetzt... Das muss einfach. Wir kriegen einen Umkehrer nicht. Wir kriegen also die Kartoffel nicht. Wir brauchen die Kartoffel eigentlich auch gar nicht, theoretisch. Obwohl... Für den Pfeifenreiniger. Mit dem Pfeifenreiniger haben wir noch nichts gemacht. Wir brauchen vielleicht den Pfeifenreiniger. Aber vielleicht später. Vielleicht können wir das nicht in jedem Durchlauf machen. Kann ja sein. Schrott haben wir auf jeden Fall. Was passiert denn eigentlich, wenn ich Schrott in den Halbierer Diese schmeiße? Diese Maschine erfüllt nur einen einzigen Zweck. Kartoffeln halbieren. Kann ja nicht jeder so ein Multitalent sein wie ich. So. Okay, ich habe Angst. Ich habe Angst. Oh oh. Guck mal, so. Komm schon. Trödel nicht so. Angst? Und? Hast du mir irgendwas zu sagen? Auf nach Elysium? Ich meine, zum Thema Scherben. Was? Scherben? Die bringen Glück, ne? Du meinst, wie das Glück, einen intakten Unterkiefer zu haben?
da muss ich dich wohl enttäuschen. Aua! Conny! Ich bin enttäuscht von dir, Rufus. Ich dachte immer, du wärst derjenige, der frischen Wind in dieses Kaff bringt. Aber ich habe mich geirrt. Du machst einfach dieselben Fehler immer und immer wieder. Das ist vielleicht 2-3 Mal unterhaltsam. Beim 4. Mal nicht mehr. Viel Spaß bei deinem weiteren Versuch, nach Elysium zu kommen. Wenn du mich suchst, ich bin bei meinem Dad. Und halte ein letztes Mal den Feuerlöscher bereit. Toni, warte! Was ist passiert? Verdammt, wenn das nicht wieder dieser widerwärtige Elefant gewesen ist. Wo ist Tuck überhaupt? Er sollte doch aufpassen. Hier kann man sich aber mal wieder auf niemanden verlassen. Der Elefant. Ich hasse diesen Elefanten. Da liegt eine Münze. Da ist eine Münze. Und Kotze. Kotze und eine Münze. Ich kann nichts davon aufnehmen. Ich dachte gerade, die gelben Punkte in der Kotze bewegen sich. Ich war gerade ganz kurz irritiert und wollte vor Ekel, wollte ich sagen, aber offenbar doch nicht. Wo ist die Katze? Hat jemand die Katze gesehen? Kommt die Katze gleich wieder? Ich will die Katze nochmal ganz kurz sehen. Ich mach gleich weiter. Da unten die Kakerlake kommt ständig. Das Schnabeltier haben wir auch schon ein paar Mal gesehen. Ich will die Katze da oben sehen. Hier sehe ich Kotze, aber ich will die Katze. Die kommt jetzt natürlich nicht. Okay, wir gehen. Ist egal. Wir werden ihn schon wieder sehen. Ich gehe mal ganz kurz zu Bernards Hütte. Hey, Rufus. Ja? Jetzt nicht mehr, Carnickel. Ich habe gerade andere Sorgen. Stress mit deiner Freundin? Ex-Freundin. Und vielen Dank auch. Guter Gottfried. Ist das etwa meine Schuld? Ja, so kann man es auslegen. Denn es wäre nicht ohnehin passiert. Oh je. Das ist so falsch. Dann tu was dagegen. Aber was, wenn wir dadurch noch mehr Unheil anrichten? Noch mehr? Soll ich dir deine bescheuerte Angel in den Hintern schieben? Ist ja schon gut. Ich helfe dir ja. Wobei auch immer. Großer Gottfried? Ist das eine Anspielung auf Great Scott oder suche ich gerade nur nach Anspielungen? Kann natürlich auch sein. Erstmal ganz kurz gucken. Ich weiß, der Laden ist offen, aber... Was? Da sind sie wieder, die Scherben einer dysfunktionalen Beziehung. War es wirklich zu viel verlangt, dieses Debakel zu verhindern, Kowalski? Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Ich glaube, dieser Elefant ist einfach zu gerissen für uns. Papperlapappnase, der Elefant, der einen Rufus übertölpeln kann, muss erst noch aus dem Mai schlüpfen. Vielleicht muss er das tatsächlich noch. Die Indizien verdichten sich, dass... Oh, Mazeltov? Ah, Mac, du kommst genau richtig. Wieso? Was hast du vor? Ich glaube, wir sind die Sache falsch angegangen. Das hier ist ein Tatort. Es muss Spuren geben. Mit meinem kriminologischen Geschick und eurer Watson-Haftigkeit haben wir diesen Fall gelöst, bevor der Elefant Terrain sagen kann. Okay, Scherben. Lasst uns bitte nicht so lange hier aufhalten. Der Elefant könnte noch in der Gegend sein. Na, das wollen wir doch hoffen. Ich werde ihm einen Knoten in seinen hässlichen, faltigen Rüssel machen, damit er sich immer daran erinnert, dass man sich besser nicht mit einem Rufus anlegt. Er ist definitiv noch hier. Ich bin mir jetzt sicher. Was auch immer ihr da gesehen habt, reist durch die Zeit. Er ist uns also immer einen Schritt voraus. Oder hinterher. Schwer zu sagen. Ich glaube, er wird wieder schlecht. Schluck's runter, Tuck. Es geht auf Elefantenjagd. Okay, wir müssen also ermitteln. Ermittlologen, wir sind Ermittlologen. Und jetzt, wir haben, hier liegen unsere Scherben. Und wir nehmen mal eine. Au! Leuchtende Stelle. Seltsam. Hier leuchtet die Scherbe. Wirklich? Dann muss es dort eine Strahlungsquelle geben. Abwarten. Nehmen wir mit. Holla die Bolla. Ein Fetzen. Aha, Elefantenhaut. Soweit ich weiß, häuten sich Elefanten nicht. Ja, ja. Erst nicht an rosa Elefanten glauben und plötzlich ein rosa Elefantenexperte sein. Also für mich sieht das nach einem ordinären Stofffetzen aus. Ja. Und was ist mit diesem geheimnisvollen Leuchten? Ich tippe auf Tachyonenstrahlung.
Sie entsteht, wenn Materie rückwärts durch die Zeit bewegt wird. Natürlich. Ich messe Spuren davon in der ganzen Umgebung. Und die Brechung an der Scherbe rückt sie ins sichtbare Spektrum. Wenn ich eine Vorlesung hören wollte, würde ich mir ein Ticket für die Uni kaufen. Es gibt keine Tickets für die Uni. Nur einen Numerus Clausus. Genau. Und in der Klimbim-Nacht kommt er über die Dächer gesegelt und verteilt Geschenke. Also wenn du diesen Käse deinen Studenten beibringst... Moment. Sagtest du Spuren? Sagte ich. Aber natürlich. Mit der Scherbe können wir die Tatzelwurmstrahlung sichtbar machen. Kommt. Ich habe eine Idee. Die Tatzelwurmstrahlung. Okay, er sagt, kommt, ich habe eine... Oh, aha. Okay. Nur hier? Ach, da runter. Aha. Der rosa Elefant, der rückwärts durch die Zeit reist, hat sich unter der Brücke versteckt. Kann ich die jetzt hier hinklicken, oder... Unter der Brücke. Ich weiß jetzt nicht genau, was ich machen soll. Ich kann mit der Scherbe hier unter die Brücke gehen, aber sonst sehe ich dann nichts. Hier ist ja nix weiter. Hier, lololo, lololo. Ach, jetzt gehen... der kam von unter der Brücke hoch. Und ging dann... Wie doof das gerade ist. Na gut, jetzt haben wir die richtige Spur. Wir haben die richtige Fährte. Und jetzt schicken wir die drei Gefährten... zur Kreuzung. Okay. Wir folgen weiter der Tatzelwurmstrahlung. Hallo, hier ist Kotze. Da. Ist ein bisschen schwierig, die natürlich immer so richtig aufrecht zu erhalten. Die Strahlungswerte, die Emissionen. Hallo. Strahlungswerte, Emissionen. Ich weiß ehrlich gesagt, wo führen die denn? Hallo. Hier hören die einfach auf. Die können doch hier nicht einfach aufhören. Die müssen doch hier irgendwo... Was? Zum Baum? Ach, zum Ballon. Gehen die hier nicht weiter? Oh, ich wollte nicht zum Ballon. Nein, ich wollte nicht zum Ballon. Wir hatten gerade so viel Mühe, die hier... Ach, die gehen hier wieder zurück? Hä? Ja, dann geh doch mal. Ja, geh doch mal. Knüffelig! Es ist knüffelig zu Bernards Hütte. Okay, dann hier entlang. Die Herren bitte. Folgen Sie mir bitte. Hier rüber. Und dann. Hier. Wes? 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 Das ist ein Elefant. Das ist ein fucking Elefant. Ah, und jetzt dann hier. Der ist einmal dann da oben rüber, über den ganzen Berg und dann hier wieder zu kreuzen. Was? Was ist das für ein Elefant? Okay. Jetzt kommen wir aber in die Stadt rein. Gut, dass wir kein... Was? Ich will gar nicht wissen, was da passiert ist. Wahrscheinlich hat er da gerade seine Pubertät entdeckt. Hallo. Geht doch mal... Hallo. Hier einmal rumgehen. Was ist da passiert? Geht doch mal hin! Freunde, hört auf, lasst euch nicht lumpen. Gehen die Spuren wieder zurück? Nein. Nein, gehen sie nicht diesmal. Da klatscht es aber tüchtig. Ich verstehe es gerade gar nicht. Hä? Die gehen jetzt hier nicht lang. Ne, ich wollte das nur mal ganz kurz demonstrieren. Die gehen bis da vorne, dann gehen sie aber nicht weiter. Und hier ist irgendein Klecks. Ich kann sonst gerade gar nichts machen. Ist der hier durch die... Ach, der ist hier ins Rohr vielleicht rein. Ist das hier ein Rohr? Und dann irgendwo anders wieder raus? Ich weiß aber nicht, wo hier sonst ein Rohr ist. Hier sind diese Spuren. Es könnte sein, dass der hier eventuell durch ist. Aber die Frage ist, wo ist der dann wieder raus, wenn er da durch ist? Ach, da! Um Gottes Willen! Wie soll man denn darauf kommen? Und dann hier wieder... Was? Aber das sind doch wieder die Spuren, ne? Hier entlang. Hebel! Oh! Ameble secrète. Was? Ein geheimer Hebel. Holde Narren und Narhalesen, ich präsentiere...
Das Geheime! Oh oh. Elefantenversteck! Okay, jetzt mal ernsthaft, Mac. Wie machst du das immer mit diesen Dödödöm? Ach, egal. Es gibt wichtigere Geheimnisse zu lüften. Bleibt hinter mir! Wow! Das müssen Reste der verlassenen Mall sein. Mit Betonung auf verlassen. Genau. Es ist niemand hier. Lasst uns gehen. Einen Moment noch. Seht ihr die Tunnel da? Das Wesen hat sie benutzt. Und das kann noch nicht lange her sein. Dann ist er vielleicht noch hier. Hurra. Das ist eine verlassene Mall auf Deponia und hier ist noch alles vorhanden? Eine Porzellankatze. Die sind aus Thailand. Die winken immer. Ein Porzellan-Rufus? Ein Porzellan-Schnabeltier? Und ein Porzellanelch. Warte mal, hier ist ein Porzellanladen und hier kommt immer ein Elefant vorbei. Der Elefant muss im Porzellanladen sein. Das Elefantenversteck ist ein Porzellanladen. Was für ein pseudopoetischer Unfug. Goldig. Hey, wie cool ist das denn? Voll bescheuert. Kann ich alles mitnehmen? Noch nicht. Oh oh. Ich werde diesen Schadelefanten finden. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Und das ist es wahrscheinlich. Noch nicht. Ja. Schadelefanten. Okay, kommen wir mit Tuck oder kommen wir mit den beiden noch reden? Er wirkt nervös. Er wird mir doch nicht gerade jetzt nüchtern werden, wo ich ihn am dringendsten brauche. Ich weiß nicht. Hier ist es unheimlich. Unheimlich spannend, ja. Ein bisschen zu spannend für meinen Geschmack. Also ohne Waffe bleibe ich nicht alleine hier. Okay, eine Waffe brauchen wir später noch. Eine Rampe. Ach, das ist die Resterampe. Da kommen wir später noch und so können wir günstig einkaufen. Wir haben die Scherbe. Können wir mit der hier vielleicht? Komischerweise bricht sich jetzt das neophytische Licht nicht. Das neophantische Licht, meine ich. Und wir haben einen Dartpfeil. Den können wir doch dem Elefanten bestimmt irgendwo reinjagen. Okay. McChronicle. McChronicle geht ja wirklich voll in seiner Aufgabe auf. Tuck muss sich ganz schön ranhalten, wenn er noch Mitarbeiter des Monats werden will. Der Ausschlag wird schwächer. Du solltest dich beeilen, wenn wir deinen Phantomelefanten noch schnappen wollen. Typisch. Kaum bekommt er Ausschlag, ist es plötzlich mein Phantomelefant. Okay, wenn er hier sitzt, gehen wir natürlich erstmal da lang. Ist doch klar, das ist doch Ehrensache. Also los, ich gehe hier lang. McChronicle, du nimmst den anderen Weg. Und was ist mit mir? Du bewachst den Eingang. Wie denn? Alleine bekomme ich wenigstens eine Waffe. Was denn für eine Waffe? Na, eine Waffe halt. Ich habe mich heute schon genug verprügeln lassen. Was denn für eine Waffe? Vielleicht ein Gewehr? Ah, ein Dartpfeil. Guck mal hier, ein Dartpfeil. Ich will die beiden mal nicht ablenken. Sie sollen sich komplett und ungestört auf unsere Mission konzentrieren. Das ist nicht so leicht. Ich dachte vielleicht, ein Dartpfeil wäre vielleicht die Waffe der Wahl. The Weapon of Choice, der Schraubenschlüssel. Ich will die beiden mal nicht ablenken. Natürlich. Können wir, ein Strohhalm ist eine Scherbe. Damit können wir den Elefanten aufschlitzen. Hier. Die Scherbe leuchtet jetzt durchgehend. Er muss hier sein. Und ich glaube langsam, ich muss gerade woanders sein. Ach ja? Wartet deine Familie auf dich? Oder musst du morgen früh raus? Autsch, Rufus. Autsch. Oh, ist der böse. Der Rufus ist so bösartig. Die Scherbe leuchtet jetzt durchgehend. Er muss hier sein. Oder sie. Oder es. Ja. Okay. Gut, die Frage ist, hier oben kann ich gar nicht lesen. Wir brauchen wahrscheinlich die Elefanten, ne? Hier die Knarre, die Schrotflinte. Bereit, Mac? Ich schon. Aber... Ich bleibe nicht alleine hier. Nicht ohne Waffe, um mich im Ernstfall zu verteidigen. Okay. Wir gehen mal ganz kurz hier entlang, nach Kuwak. Und wir brauchen dringendst... Hallo, Sohn. Audi Rufus. Okay, leih mir die Elefantenbüchse. Ich brauche das Hochpräzisionsblasrohr. Ach, bitte. Dann zeig mir dein Jagddiplom. Ein Jagddiplom. Ach, bitte. Leih mir die Elefantenbüchse. Ich sagte, nein, die verleihe ich nur an andere Großwildjäger. Na dann? Das hat... Ein Elefantendiplom. Elefant, ein Großwildjägerdiplom oder ein Blasrohr. Höha,
Damit könnte ich ein prima Blasrohr basteln. Ja. So. Wenn ich ausreichend Zeit und Ruhe hätte und endlich das Gefühl in meine Fingerkuppen zurückkäme, vielleicht hätte ich doch nicht mitten in einem Knallgasschlot einschlafen sollen. Halb so wild. So, Stroh, was? Wie? Es geht nicht? Höha. Wieso geht das nicht? Wenn ich ausreichend und endlich vielleicht hätte... Das geht nicht, weil er kann's nicht basteln, weil was? Weil er in einem Knallglas schon... Willst du mich verarschen? Der will mich auch verarschen. Okay, pass auf, weißt du was? Wir tackern dem Jungen den Bart mit dem Dartfall an. Dazu fehlt mir gerade leider. Ja, leider schon ein paar. Ja, ist ja unfassbar. So, zum Tunnel. Sie ist doch jetzt weg, ne? Hier, lalala. Ach, der Laden hat jetzt offen. Sonst können wir, glaube ich, nicht viel machen. Der Laden hat er jetzt offen. Das haben wir ja gesehen. Dann gehen wir da mal ganz kurz hin. Dumm. Hier. Zu Bernards Hütte. Und dann gehen wir hier mal in den Laden rein. Da waren wir noch gar nicht drin. Jetzt bin ich gespannt.